Hey Leute, willkommen zurück zu Through the Woods. Ja, ich habe letztes Mal Bekanntschaft gemacht mit einem Wildschwein, mit einem riesigen Berg, der ein Auge hatte und weiteren Trollen, die mir mein Leben ausgepustet haben. Ja, aber die mögen sich auch untereinander nicht, das kann man jetzt mit Gewissheit sagen. Die haben sich nämlich ganz schön bekämpft und der eine ist runtergefallen hier vom Rand der Insel. Komisch, dass man nicht den Aufschlag gehört hat. Das ist so ein Riesenvieh. Das ist ja wahrscheinlich wie so eine Megatonnenbombe, wenn das aufkommt. Also die sind schon sehr groß, die Trolle. Frag mich, wie da keiner von Kenntnis nimmt. Die ganzen Jahre hier. Da muss doch sonst noch jemand auf der Insel gewesen sein. Ich meine, die ist riesig groß, ja, aber... Also bisher hat sich jedes Mal was gezeigt, wenn wir hier langgelaufen sind. In Abstand von wenigen Metern. 100 Metern vielleicht. Und immer noch nicht wissen wir, was mit Espen los ist. Unser Sohn. Unser kleiner Sohn, der entführt wurde von mutmaßlich Erik. Der Typ, der Fenrir füttern muss. Der Wolf, der Odin getötet hat. Ich kenne mich nicht so gut aus mit der Mythologie. Mag also sein, dass das alles zumindest von den Überzählungen her akkurat ist. Weil Mythologie, naja, Götter und so weiter. Glaubt ihr dran? Ich jetzt ja nicht so. Aber trotzdem ist es sehr interessant, dass irgendwie jede Kultur auf der Welt sowas wie eine Götterverehrung hat. Also jeder glaubt an eine höhere Macht. Also zumindest der Volksglaube. Ich meine, jedes Individuum glaubt ja wohl an was anderes. Es gibt ja auch in unseren Breitengraden, wo das Christentum sehr verbreitet ist, Leute, die halt dem Buddhismus angehören. Finde ich übrigens auch, für mich wäre es die tauglichste Religion. Weil da geht es nicht um Gottheiten, sondern wirklich nur um Lebenseinstellungen. Finde ich gut. Naja. Karma und so weiter. Tu Gutes und dir wird Gutes widerfahren. Das sehe ich genauso. Also wenn man gute Sachen macht, dann sammelt man Pluspunkte. Wenn man Schlechtes tut, dann sammelt man Minuspunkte. Und je besser das Konto ist, desto eher hat man ein gutes Leben, würde ich sagen. So sehe ich das. Naja. Aber dass Gottheiten unsere Geschicke lenken, naja. Und gerade diese grausamen Gottheiten, wenn man ihnen nichts opfert oder Ehrfurcht hat, dann wird man bestraft. Das finde ich auch ein bisschen althergebracht. Das ist eigentlich immer nur so eine Mahnung. Die Aurora Borealis. Leute, ich will das auch mal in echt sehen, ich sage euch das. Ja, auf jeden Fall, das ist ja immer so eine Mahnung an den Mensch, dass man sich besser verhält, dass man ein besseres Leben führt und nicht menschenunwürdig ist. Die Aurora Borealis. Ich muss jetzt schon sagen, wir wollen nächstes Jahr nach Island. Da müssen wir noch ein ganzes Stückchen für sparen. Aber da kann man dann auch die Aurora Borealis sehen. Zu gewissen Jahreszeiten. Erics Haus. Maybe Espen's inside. Das wäre natürlich jetzt krass, wenn wir jetzt... Das ist Erics Haus? Das ist aber groß im Gegensatz zu den anderen Häusern. Oha. Das ist echt eine Wolfsschnauze. Guck mal. Das ist ja krass. Das ist ein Laserschwert? Also so eine Nachbildung. Ihr wisst schon, diese Plastikdinger, ne? Ernsthaft? Oder ist das nur so ein Leuchtstab? Es hat mich jetzt wirklich in der Tat an ein Laserschwert erinnert. Ich wollte nur mal das Terrain abchecken, weil man muss ja erstmal gucken, wo man fliehen kann im besten Fall. Haben wir hier. Der Wolf, Eriks Geschichte. Aber der Fenris-Wolf folgte uns, um unseren Zufluchtsort zu verschlingen. Er und Vida lieferten sich einen erbitterten Kampf, bis Vida geradewegs in das Maul des Wolfes trat und ihn beim Kiefer packte. Die Prophezeiung sagte voraus, dass Vida den Kiefer des Wolfs in zwei brechen und ihn so besiegen würde. Aber er war zu schwer verletzt, zu erschöpft von der Schlacht. Er rief der Bestie zu: Genug! Füge diesem Land keinen Schaden mehr zu, verfluchter Wolf. Lass uns einen Pakt schließen. Du sollst bekommen, was immer du willst. Lass nur dieses Land in Frieden. Boah. Naja, ob das die richtige Wahl war? Ich denke nicht. Denn somit wollte der Wolf ja wahrscheinlich die Kinder haben. Vielleicht auch nur die Erstgeborenen, wer weiß. Aber ich meine, die Kinder sind die Zukunft, wenn alle Kinder weg sind. Mom! Oh, Espen! You found my reflectors! Yes, I found them, little man. Are you okay? Did he hurt you? Mom, I'm fine. You're sure? Yes.
Okay. Come on. We have to get out of here right now. Mom. He could be back in a minute. I think we just have to run. Mom! Don't want to get cornered in here. Mom, listen to me! What? We have to go. Mom, I'm not going. Huh? What do you mean? I can't go with you, Mom. I left the trail for you so I could say goodbye. Espen, you don't know what he's going to do. I've seen things, read things. I think he's going to try to... I know, Mom. I know what he's gonna do. And what I have to do. Espen? He's coming. Quick, hide! You should not have come here. You took my son. You're a murderer. You take children from their homes. The fate I suffer is not one I enjoy, nor is it one I have any choice in. The fate you suffer? What about these children? All these children? They are chosen. They must come. Some of them, like your brave son, even choose to come. They're children, you fucking monster! They shouldn't decide if they live or die! You lie to them! You lured them! I don't lie. I only tell them what must happen. There's no time for this. Sunrise draws near. Espen, we must leave. Get back! Don't Mom, you touch him! Mom, it's okay. It's going to be okay. No, don't hurt her! Run, Espen! Run! You cannot protect him any longer. Mom! Mom! No! Mom! Mom! I'm sorry. Was ist da los? Will er sich freiwillig opfern, Espen? Oh nee, das kann er doch nicht machen. Kommt dann Fenrir? Espen? Ach, scheiße. Kommt dann Fenrir und will die ganze Welt verschlingen, oder wie? Bastard. Wenn wir den Pakt nicht mitmachen. Nochmal ganz kurz. Ach, Espen, du kannst dich doch nicht selber opfern. Auch wenn er das gerne hätte. Ah, der Torschlüssel. Den brauchen wir vielleicht für die ganzen Tore. Der Bifrost, Eriks Tagebuch. Heute Morgen konnte ich kaum in den Spiegel sehen. So sehr ekelt mich der Gedanke an meine Aufgabe, dass ich kaum essen kann. Diese vergangenen Jahre, so lange. Väter und Mütter verstecken ihre Kleinen vor mir, je näher der Zeitpunkt rückt. Doch ich finde immer eines, egal wie weit ich gehen muss. Versteckt in einem Vorratsschrank oder unter einem Bettchen. Ich schleiche den Berg hinunter und nehme sie mit. Auf der Insel waren fast keine Kinder mehr übrig und Fenrir weigerte sich, einen Ersatz zu akzeptieren. Es schien alles verloren. Nur Bifrost blieb noch. Sie fiel während des Krieges, zerbrochen und fast ohne Magie. Sie brach zusammen, doch Teile von ihr können immer noch dazu genutzt werden, um die Ebenen zwischen den Welten zu überqueren. Aus Verzweiflung trat ich auf ein Stück und folgte ihm hinüber, zu einem anderen Ort, irgendwo anders. Und doch fand ich ein Kind. Kinder. Mehr Kinder, als Fenrir jemals begehren könnte. Ich brachte diese Kinder über Bifrost zurück und der Wolf war besänftigt. Einem anderen Ort. Eriks Tagebuch. Doch er durchschaute meinen Betrug. Er erkannte, dass ich etwas Unentdecktes enthüllt hatte. Und er verlangte mehr, immer mehr und mehr. Der Wolf weiß von der versteckten Welt. Mit einer Reise dorthin habe ich alles in Gefahr gebracht. Doch hatte ich eine Wahl? Ich kann nicht schlafen, kann nicht essen. Ich sehe ihre Gesichter. Ihre roten Augen und Tränen verfolgen mich so sehr, dass ich kaum stehen kann. Ich breche unter der Last ihres Schreckens zusammen. Götter, so helft mir. Fuck yourself, Eric. Na klar, der macht das nicht gerne. Das kann ich mir denken. Wer will schon gerne Kinder ranschleppen und damit einen unsterblichen Götterwolf füttern? Was ist denn da oben? Habt ihr gesehen? Da war noch so ein grünes Lichtschwert. Komme ich nicht durch. Ach Mist. Ich will das gerne sehen. Hier. Seht ihr? Da ganz hinten. Da.
Grüne da oben zwischen den zwei. Egal. Vielleicht komme ich auch hier hin. Boah, Leute, das ist... Ich will unbedingt Espen retten. Natürlich. Oh, da ist eine Puppe. The cave was something from a nightmare. Toys and clothes strewn on the ground. Treasured items of 100 children more. Cast away like wrapping paper. It was a tomb. A sepulcher. The terror these children must have felt. The confusion. Their only comfort torn from them. I knew then I wasn't just going to catch up to Eric and save my son. I was going to kill him. Was macht Fenrir da mit der Welt? Ach du Heiliger. Ja, das sind wirklich so Lichtschwerter. Da gab es noch mehrere. Ach du Heiliger. Bimbam, der hat überall die Spielzeuge. Oh nein, wie viele das waren. Wie viele arme Kinder. Das sind meistens Kinder. Also Kinder sage ich, meistens Mädchen. Jungs, Quatsch, Mail, die sind alle Mail. Da. Turtles N64, SNES und N64, was? Willing. Ach so, ob die wollten oder nicht, steht hier. Oh Mann. Good kid, but a little difficult. Good little fella. Nein. Espendal. Reflectors. Brave and smart kid. First of one leaving. Traces behind. Things I didn't notice. Asked a whole bunch of questions, especially about my key. He almost guessed it. Not every child should have more sugar all over the place is an understatement. Viele Kinder das sind. Oh Mann, die armen Kinder. Stell euch mal vor, euer Kind wird euch genommen und dann einem riesigen Wolf geopfert. Die Kinder. Erwärmt mein Herz, sie so spielen zu sehen. Diese Kinder, so unschuldig und rein. Ich glaube, es ist diese Reinheit, nach der Wolf giert. Fenrir, diese abscheuliche Bestie, nimmt sich mehr und mehr. Nimmt sich von der Insel, nimmt sich von mir. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch ertragen kann. Ich fühle die Last, die zunehmende Last des Kummers, den wir verursacht haben. Der Gestank der Verderbnis, der sich niemals abwaschen lässt. Die Schuld, all diese Jungen und Mädchen, die weinen. Die, die mit roten Gesichtern und heiseren Kehlen nach ihren Eltern schreien. Die, die es nicht verstehen. Dann, fast schlimmer noch, die Kinder, die sich edelmütig ihrem Schicksal stellen. Die, die wissen, was ihr Opfer für den Rest von uns bedeutet. Die wir ihren Platz nicht einnehmen können, obwohl wir das so gerne tun würden. Die, die sich opfern, damit wir leben können. So wie mein eigener Sohn. Hat seinen eigenen Sohn geopfert. Wahrscheinlich dürfen die Kinder auch nicht zu alt sein, denn sonst, ja, sind sie eben nicht mehr rein und unschuldig genug für Fenrir. Ich finde das gerade richtig traurig, Leute. Zum Glück ist das nicht die Realität, oder doch? Naja, dann geht's wohl jetzt hier weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir damit jetzt diese Tore öffnen können mit dem Schlüssel von Erik. Wo sind sie denn nur hin, sag mal?
Warte, ich glaube nämlich, dass es hier weitergeht. Oder auch hier. Ach nee, da ist das Tor. Das sind die Tore. Ist gefroren. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist Tiberium. Aber es ist irgendein grüner Stein. Was ist das? Das ist doch keine Jade. Okay, ich gehe erst nochmal da runter. Es sei denn, ich kann das Tor jetzt nicht öffnen. Sind wir hier eh falsch, aber... Wahrscheinlich ist das sein Schlüssel, um hier über die ganze Insel zu kommen. Ah. Ich kann es nicht öffnen mit dem Schlüssel. Schade eigentlich. Ich hätte so gerne gewusst, was hinter dieser Tür ist. Wahrscheinlich aber geht es da irgendwo zu Fenrir. Es ist so gemein, ne? Es ist so gemein. Der arme, kleine, tapfere Espen. Ich meine, ganz ehrlich, was passiert, wenn... Oh ja, okay. Was passiert, wenn er keine Opfer bekommt? Was macht Fenrir dann? In unserer modernen Welt, was soll da ein Gott anrichten? Ist ja die Frage. Ich meine, keiner glaubt mehr an ihn. Oh, da vorne sind sie. Was war das? Vorne sind sie. Was zur Hölle? Just let them be okay. Das war wirklich ein Hund? Oh nein, hier geht's nicht weiter. Oh, was für ein Vieh war das? Oh Mist. Oh Kacke. Der Mond, ist das vielleicht ein Anzeichen darauf, dass Fenrir die Welt verschlingen wird? Hat er schon mal am Mond genascht? Wer weiß. Ach nee, komm ich her. Mist! Nein! Ich muss doch zu Espen. Nee. Ich hab doch das Knurren gehört. Espen! Ich komme! Mama kommt! Oje, oje, oje. Der wird mich jetzt gleich fressen, ich weiß es doch. Oh, da ist was. Oh, noch so ein Baby. Ein Reitwind, Nieflugen. Zurückgelassen in der Kälte, weit weg von, von der Stadt in den Bergen, weit weg von Erik. In verzweifelter Hoffnung, dass sich etwas anderes seiner annimmt. Gefrorene Fingerspuren und Dreck finden sich auf der hölzernen Figur. Die Rimtusser, die Eisriesen, müssen es aufgenommen haben. Achso, das ist eine hölzerne. Ich dachte schon, die haben hier echt ein Baby hingelegt. Da unten ist über... Oh Gott. Fangen spielen. Ich habe keine Lust auf Fangen spielen, ihr blöden Viecher. Sind das die Waage? Das sind die Waage.
Oh, okay. Leute, ich mache hier mal Schluss. Danke fürs Zusehen. Danke schon mal für eure Unterstützung. Und wir sehen uns wieder zu Through the Woods. Bis dann.